Hallo Freunde und Zuschauer, ich möchte euch an einem großen Triumph teilhaben lassen, der mich gerade extrem glücklich macht. Und zwar ist das Triumphale, was ich zu zeigen habe, diese Platine hier. Und dabei handelt es sich um den Videocontroller, wenn man so will, die Grafikkarte für den Funkwerker, den ich basteln will. Was man daran sieht, wenn man hier den Kabeln folgt, dann sieht man hier die Platine, so wie man es bisher schon kannte. Im Hintergrund der zugehörige Testaufbau auf dem Breadboard. Ja, und an dem Teil hier habe ich jetzt die letzten Tage gelötet. Das war wirklich ziemlich anstrengend, muss man an der Stelle mal sagen. Ich drehe das mal um, vorher ziehe ich aber den Strom ab. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Ja, Strom ist raus. Oh, das ist mal eine Lochrasterplatine. Ja, da ist einiges an Leitungen verkabelt. Und was hier drauf passiert, ist folgendes. Von meinem Mikrocontroller, das ist dieser Atmega 328 hier, gehen die üblichen SPI-Leitungen hier rüber auf den Stecker, auf den PSK-Stecker da. Da kommt natürlich auch noch ein richtiges Kabel drauf im endgültigen Projekt. Und von da aus geht das Signal erstmal hier in diesen Texas Instruments TLC 5940. Das ist ein 16-Kanal-LED-Controller, Konstantstromquelle für einstellbare Stromstärke. Und der kleine gesockelte Widerstand davor, der regelt, wie viel Strom der TLC tatsächlich durchlässt. Das ist jetzt ein 1K-Widerstand, mit dem ungefähr 40 mA auf die LEDs gehen. Das ist in Ordnung so, weil sehr schnell gepulst wird und deswegen kann man auch ein bisschen mehr drauf geben als die üblichen 20 mA. Der zweite Chip hier drüben, das ist letztendlich mein Zeilentreiber, das ist ein ganz einfaches Schieberegister, so ein 74HCE595, wie man lesen kann, wenn auch auf dem Kopf. Ich drehe das mal um, damit das hier richtig ist und alles seine Ordnung hat. Genau, jetzt kann man es auch besser sehen. Von dem Schieberegister aus haben wir hier eine Reihe 1K-Widerstände, das sind die Vorwiderstände, die Basiswiderstände für diese 8 Transistoren hier. Und die 8 Transistoren führen dann wiederum 5 Volt auf diesen EDC-Stecker hier, der dann mal das Flachband zu meiner LED-Matrix aufnehmen wird. Ja, besonders schön war natürlich an der Stelle, ich hatte mir hier ein wunderschönes Layout aufgezeichnet. Ich schaue mal, ob ich es finde. Ja, ich finde es hier. Und in meinem Layout sollten die Transistoren alle hier hin. Das hätte wunderbar gepasst, ganz fantastisch, wenn diese blöden Mistdinger nicht knapp breiter wären als das, was man so direkt nebeneinander aufs Lochraster stecken kann. Und deswegen hatte ich plötzlich keinen Platz mehr. Ja, und dieses keinen Platz mehr hat dann dazu geführt, dass ich diese andere Anordnung gebraucht habe und vor allem... ja, Schaltdrahtdurchfall. Aber was soll man machen, bevor ich jetzt den ganzen Mist nochmal von der Platine gezupft oder alles weggeschmissen hätte? Nee, nee, dann lieber so. Ja, einziges noch unerklärtes Bauteil, da hinten ist noch so ein Kondensator, den habe ich einfach mal sicherheitshalber reingetan. Wenn da mal ein bisschen mehr Strom gezogen wird von meiner LED-Matrix, dann kann der da im Zweifelsfall noch ein bisschen was tun. Aber das war's auch schon. Im Grunde genommen nicht sehr aufwendig. Es sieht auch nicht nach sehr viel aus, ich weiß, aber ich habe jetzt 3 Tage lang gelötet, 1 Tag lang gezeichnet und ich bin verdammt stolz darauf, dass es funktioniert. Ja, liebe YouTuber, das nächste, was ich vorhabe, wird wahrscheinlich kein Video mehr zu meinem Weckerprojekt sein, sondern als nächstes hatte ich mir gedacht, würde ich ganz gerne mal ein Video machen über die Gerätschaften und Werkzeuge, die man so als Einsteiger, Noob, Volltrottel wie ich wirklich braucht, was man alles nicht braucht, was empfehlenswert ist. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, der hier jetzt angeregt wird durch das, was ich hier mache. Ja, einfach mal so ein paar Empfehlungen. Gut. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und habt Spaß beim Elektronikbasteln. Ciao, ciao.